Härtere Gefängnisstrafen bei uns in Deutschland, das fordern immer mehr. In den Kommentaren auf Social Media sieht es dann oft ähnlich aus. Alle in den Knast stecken. Bei Wiederholung mehrere Jahre Haftstrafe. Schmeißt diese Kriminellen ins Gefängnis und gut ist. Direkt wegsperren. Diese Kommentare findet man zum Beispiel unter Beiträgen zu den KlimaaktivistInnen. Umfragen zeigen, gut die Hälfte der Menschen in Deutschland findet, Gerichte sollten härter urteilen. Was bringen Gefängnisse also? Sind sie zu hart oder zu lasch? Wäre vielleicht die harte Hand wie in El Salvador richtig, um Rückfälle zu vermeiden? Oder der Kuschelkurs wie in Norwegen? Das haben wir uns mal für euch angeschaut, denn es geht ja um unsere Sicherheit. Dass wir Leute von der Gesellschaft abtrennen, ihnen bestimmte Grundrechte entziehen und sie wegsperren, hat in Deutschland drei Ziele. Erstens, Prävention. Der Knast soll erstmal abschrecken, damit Straftaten im besten Fall gar nicht erst begangen werden. Und natürlich sollen Gefängnisse auch die Bevölkerung vor gefährlichen Menschen schützen. Zweitens, Gerechtigkeit. Es muss ein Ausgleich hergestellt werden. Zum einen als eine Art Vergeltung, also Bestrafung, und zum anderen Wiedergutmachung. Und drittens, Resozialisierung. Haftstrafen sollen dabei helfen, Täter positiv zu beeinflussen, damit sie nach der Haft wieder Teil der Gesellschaft sein können und sich sowas nicht wiederholt. Klingt ja erstmal vernünftig, aber gucken wir uns mal an, was die Wissenschaft dazu sagt. Werden diese drei Ziele wirklich erfüllt? Untersuchungen legen nahe, dass Gefängnisse nicht abschrecken, Opfer keinen Ausgleich davon haben, Haftstrafen zu kurz für Therapieerfolg sind oder es gar keine Therapiemöglichkeiten gibt, der Knast traumatisieren kann oder krimineller machen kann, Rückfälle je nach Straftat hoch sind und Stigmatisierungen eine Wiedereingliederung in die Gesellschaft extrem erschwert. Ja, scheiße. Okay, aber starten wir mal von vorne. Schrecken Gefängnisse vor Straftaten ab? Dafür werfen wir mal einen Blick in die USA. Dort bedeutet nämlich lebenslänglich oft auch wirklich lebenslänglich. Und es gibt Urteile wie zum Beispiel 1000 Jahre Haft für eine Person. Naja, falls man vielleicht doch mal wiedergeboren wird oder so. Die Gefängnisse in den USA gelten als hart. In vielen der Staaten gibt es sogar noch die Todesstrafe. Und trotzdem, die USA gehören zu den Ländern mit den meisten Gefangenen weltweit. Und die Rückfallquote ist noch mal deutlich höher als bei uns. Land of the Free und so. Klar, das ist jetzt ein sehr einfacher Blick auf das amerikanische Gefängnissystem. Die Privatisierung der Gefängnisse, die systematische Diskriminierung, das lassen wir an dieser Stelle mal alles außen vor. Aber es gibt auch noch heftigere Beispiele, zum Beispiel El Salvador. Dort werden Strafen teilweise ohne richtigen Prozess verhängt. Die Gefängnisse dort gelten als drakonisch, also als besonders hart und streng. Und trotzdem gehört El Salvador zu den gefährlichsten Ländern der Welt. Und bei uns? Machen bei uns härtere Strafen Sinn? Das haben wir Ex-Gefängnisdirektor und Jurist Dr. Thomas Galli gefragt. Das zeigt auch die Forschung eindeutig, also härtere Strafen, die schrecken auch nicht mehr ab oder sowas. Also da wird man keine Straftat mit verhindern, mit härteren Strafen. Sondern man ist, glaube ich, eher gehalten, sich dann Gedanken zu machen, wie kann es überhaupt so weit kommen, dass ein Mensch so destruktiv sich verhält. Die Forschung ist sich da ziemlich einig. Härtere Strafen führen nicht zu weniger Straftaten. Aber wieso ist das so? Naja, viele Straftaten, darunter auch besonders schwerwiegende wie Mord und Totschlag, die werden einfach aus dem Affekt verübt. Oder man wird von so großen Emotionen wie Wut oder Eifersucht überrollt, naja, da denkt man vielleicht einfach nicht so sehr über die Konsequenzen nach und verdrängt, dass man für diese Tat wahrscheinlich ins Gefängnis geht. Oder diese Straftaten werden so akribisch geplant, dass man davon ausgeht, gar nicht erst erwischt zu werden. Wenn ihr mehr dazu wissen möchtet, dann schaut doch mal in unser Quelldokument. Okay, die abschreckende Wirkung von Gefängnissen bekommt von uns ein dickes Fragezeichen. Ich weiß ja jetzt nicht, wie es euch geht, aber wenn ich an Gefängnisse denke, dann kommen mir vor allem so Verbrechen wie Mord oder Vergewaltigung in den Sinn. Aber wusstet ihr, dass der Großteil gar nicht wegen so krasser Sachen im Gefängnis sitzt? Okay. Seid ihr bereit für ein bisschen Statistik? Gucken wir mal auf die letzte Auswertung vom Juni 2022. 56.557 Menschen waren da im Gefängnis. Das ist etwa so viel, wie Frankfurt an der Oder Einwohner hat. Gewalttaten, darunter auch Mord, Vergewaltigung und Körperverletzung, machen knapp ein Drittel dieser Insassen aus. Ein weiteres knappes Drittel sitzt für Straftaten wie Diebstahl oder Drogendelikte ein. Und der Rest sind so Sachen wie Betrug, Einbruch oder Verkehrsdelikte. Und wenn man die Strafe abgesessen hat, tja, dann muss man nicht zwingend raus, wenn man nicht will. Wusstet ihr das? In Deutschland gibt es derzeit eine Person, die freiwillig im Knast lebt, obwohl sie längst raus könnte. Okay,
Zurück zum Ziel der Prävention. Dazu gehört ja noch, dass wir als Gesellschaft geschützt werden. Können Gefängnisse das denn? Klar. Im Knast können Straftäterinnen und Straftäter uns ja nichts mehr anhaben. Aber was ist denn danach? Klären wir gleich. Nur so viel schon mal. Mörder sind nicht das Hauptproblem. Schaffen Gefängnisse Gerechtigkeit? Und hier einmal vorneweg, das Bedürfnis nach Vergeltung und Strafe, das ist menschlich und zieht sich quasi durch alle Kulturen hinweg. Also wenn irgendwelche Regeln gebrochen werden. Und das sieht man schon bei Kindern. Studien zeigen, dass bei Rache hier sogar das Belohnungssystem aktiviert wird. Ähnlich wie bei Kokain oder Zucker. Rache ist also wirklich süß. Was wir aber alle als gerecht empfinden, naja, das sieht eigentlich jeder anders. Aber nicht nur deshalb ist das mit der Gerechtigkeit bei Gefängnisstrafen in Deutschland so eine Sache. Da gibt es noch was, denn hier in Deutschland sitzen Menschen ein, die eigentlich gar nicht eingesperrt werden sollten, sondern zu einer Geldstrafe verurteilt wurden. Das Problem ist, wer nicht zahlen kann, sitzt ein. Im Juni 2022 waren das in Deutschland 4.411 Menschen. Und laut der Kriminologin Dr. Bögelein sitzt etwa jede vierte Person davon für Fahren ohne Ticket. Ja, wegen Schwarzfahren sind einige Menschen in Deutschland im Gefängnis. Ganz schön heftig. Menschen, die wir in Ersatzfreiheitsstrafen sehen, die sind häufig suchtbelastet, zu einem ganz großen Teil an psychische Erkrankungen. Viele davon leben in Obdachlosigkeit. Ein Großteil ist langzeitarbeitslos. Also bei der Gruppe ist wirklich das, was wir so ein Normalleben vielleicht nennen würden, schon sehr weit weg von ihrem Alltag. Nehmen wir mal mich als Beispiel. Selbst ein Strafzettel, der sich so richtig gewaschen hat, würde mich wohl kaum ins Gefängnis bringen. Mir würde man dann, wenn es so richtig eskaliert, einfach irgendwann das Konto pfänden. Aber wer nichts auf dem Konto hat oder zu wenig, um über die Runden zu kommen, naja, dem kann auch nichts gepfändet werden. Und wer dann keine Menschen um sich hat, die einem finanziell unter die Arme greifen können, für den geht's in die Zelle. Tatsächlich sehen wir, dass von allen Menschen, die eine Geldstrafe wegen Vermögensdelikten, Steuerdelikten erhalten haben, ungefähr jede und jeder 43. eine Ersatzfreiheitsstrafe ableistet. Aber von denjenigen, die wegen Fahrens ohne Fahrschein die Geldstrafe erhalten haben, landet jede und jeder 7. in Haft. Nach dem Motto, wer es sich leisten kann, kommt seltener ins Gefängnis. Und gerne kommt dann das Argument, dass bei Menschen mit Drogenproblemen ein Gefängnisaufenthalt auch helfen würde, von dem Zeug loszukommen. Das sieht Dr. Bögelein kritisch. Was ist da passiert? Denn Strafe ist keine Hilfe, sondern sie ist Strafe. Und gerade in den Ersatzfreiheitsstrafen zeigt sich das auch. Zwar die gesundheitliche Situation verbessert sich manchmal, allerdings ist das auch eine Bankrotterklärung des Sozialstaats. Denn wenn soziale Hilfe erst in Gefängnissen greifen kann, dann müssen wir uns als eines der wohlhabendsten Länder der Welt doch tatsächlich fragen, wo war die soziale Hilfe vorher? Außerdem stellt sich dann doch noch die Frage, ist die Genugtuung, dass jemand für sein Verhalten ins Gefängnis muss, auch wirklich genug? Stell dir mal Folgendes vor. In deine Wohnung wird nachts eingebrochen. Du versteckst dich und rufst unter Schock den Notruf, während eine Gestalt deinen Fernseher abmontiert. Die Polizei kommt und führt den Einbrecher ab. Und er würde danach sogar für eine gewisse Zeit in den Knast kommen. Aber jetzt könnte es ja sein, dass du ab diesem Zeitpunkt schlechter schläfst. Du hast vielleicht manchmal Angstzustände und gehst im Kopf immer wieder diese Nacht durch. Was genau ist da passiert? So richtig abgeschlossen hast du damit nicht. Außerdem ist der Fernseher kaputt gegangen. Den Schaden kann der Dieb aber nicht zahlen. Ist Gerechtigkeit für dich wiederhergestellt, weil der Dieb im Gefängnis sitzt? Hier gibt es neben dem Knast noch eine weitere Möglichkeit, die in Deutschland aber nur sehr selten stattfindet. Der Täter-Opfer-Ausgleich. Das bedeutet, Opfer und Täter setzen sich unter Betreuung zusammen. Aber beide Seiten müssen diesem Verfahren natürlich zustimmen. Und Ziel des Ganzen ist es dann, dass man die jeweils andere Seite versteht und sich bemüht, die Sache konstruktiv aus der Welt zu schaffen. Nehmen wir nochmal das Beispiel mit dem Einbruch. Du würdest vielleicht erfahren, dass der Fernsehdieb drogensüchtig ist und Geld für seine Drogen brauchte. So könnten diffuse Ängste bekämpft werden. Sie wollen ihm sozusagen in die Augen schauen. Sie wollen, dass er einsieht, was er ihnen angetan hat. Und wenn sie das Gefühl hätten, er bereut es, dann hätte das heilende Wirkung. Wenn dann so eine Einigkeit getroffen wurde, bedeutet das meistens Strafmilderung für den Täter. Dafür kann er aktiv den Schaden beheben. Obwohl dieses Verfahren in Deutschland im Erwachsenenstrafrecht kaum vorkommt, zeigen Studien und Statistiken positive Effekte auf beiden Seiten. Vor allem zeigt sich, dass es dem Täter helfen kann, straffrei zu bleiben. Bei heftigen Straftaten ist diese Methode aber nicht sinnvoll. Gucken wir jetzt mal auf das letzte Ziel von Gefängnisstrafen. Verhindern Gefängnisse Wiederholungstaten? Okay, jemand ist im Knast. Wir sind safe. Aber was, wenn die Person dann wieder rauskommt?
Hier gibt es Untersuchungen, wer wie wieder straffällig wird nach 3, 6, 9 und 12 Jahren. Und Leute, jetzt wird's echt gruselig. Etwa 50% werden wieder straffällig. 34% davon schon in den ersten Jahren. Das Alter spielt hier übrigens eine sehr große Rolle. Bei Jugendlichen sind es über 60%. Und die meisten Menschen, die im Gefängnis sitzen, haben schon mindestens eine Haftstrafe hinter sich. Was ein bisschen beruhigend ist, bei so heftigen Verbrechen wie Mord ist die Rückfälligkeit vergleichsweise gering. Das sind etwa 9% und in der Regel ist das dann auch kein weiterer Mord, sondern irgendein anderer Bruch mit dem Gesetz. Da ist die Wahrscheinlichkeit bei Diebstahl, Drogendelikten oder Raub gut 3-mal höher. Allgemein können wir sagen, dass rein strafende Interventionen, also Menschen einfach nur ins Gefängnis zu sperren und mal ein Jahr zu warten und dann wieder rauszulassen, ist immer die schlechteste Alternative. Also wenn es nur darum geht, zu sichern oder eben wegzusperren, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich hinten raus etwas verändert, sehr gering. Immerhin, Gefängnisse bieten ja auch Möglichkeiten und Chancen. Je nach Gefängnis und Situation auch sehr sinnvolle. Man kann einer einfachen Arbeit nachgehen, eine Lehre abschließen und wird in einen festen Alltag integriert. Das hilft auch später bei der Jobsuche. Und außerdem gibt es therapeutische Maßnahmen. Warum ist die Rückfallquote dann trotzdem so hoch? Eher jüngere Männer sind ja allermeistens zusammen in einer geschlossenen Anstalt, auf engstem Raum, alles Straftäter, die natürlich dann auch sich gegenseitig teilweise anstecken sozusagen mit kriminellen Ideen. Und es gibt auch sehr viel Gewalt und zumindest Drohungen mit Gewalt auch innerhalb der Haftanstalten und Menschen, die äußerst brutal draußen vorgegangen sind und andere erpresst haben und ausgenutzt haben, unter Druck gesetzt haben, die machen das natürlich drinnen dann weiter und suchen sich dann bei den Mitgefangenen ihre Opfer. Wenn wir jetzt also nochmal auf alle Ziele schauen, die eine Gefängnisstrafe eigentlich erreichen soll, naja, dann sieht die Bilanz unserer Recherche nicht ganz so gut aus. Gefängnisse schrecken nicht wirklich ab, können sogar krimineller machen. Ärmere Menschen landen ungerechterweise schneller im Knast. Und wir haben eine sehr hohe Rückfallquote. Jede zweite Person wird danach wieder straffällig. Und entsprechend sind wir auch nicht vor erneuten Straftaten geschützt. Ist das schnelle Fordern nach Haftstrafen bzw. härteren Haftstrafen vielleicht eher kontraproduktiv? Was wäre mit der anderen Richtung? Wie können wir besser resozialisieren? In Sachen Positivbeispielen, da sind wir es ja gewohnt, auf unsere skandinavischen Nachbarn zu gucken. In diesem Fall Norwegen. Denn hier spielt die Resozialisierung eine viel größere Rolle. Es gilt das Principle of Normality. Das Leben hinter Gittern wird so normal wie möglich gestaltet, um die komplette Rückkehr in die Gesellschaft einfacher zu machen. Auch die Fußfessel als Strafe gibt es dort viel häufiger. So wird man zumindest nicht aus seinem direkten Umkreis gerissen. Die Gefängnisse selbst sehen auch anders aus als bei uns. Teilweise fast schon wie Hotels. Berühmtes Beispiel, eine Art Gefängnisinsel. Aber eher das Gegenteil von Alcatraz, mehr wie eine Ferieninsel. Dort kommt man nach langen Haftstrafen und guter Führung hin, um so wieder das Leben als Freigänger zu lernen. Die Rückfallquote ist viel geringer als bei uns. Gerade mal 20% statt 50%. Auch wenn die Vergleichbarkeit unter Ländern immer so eine Sache ist. Aber der stärkere Fokus auf Resozialisierung statt Strafe könnte für uns ein wichtiger Schritt sein. An einigen Stellen wird das auch schon gemacht, zum Beispiel beim offenen Vollzug. Heißt, man schläft im Gefängnis, muss gegebenenfalls an Therapiemaßnahmen teilnehmen, aber tagsüber darf man ganz normal seiner Arbeit außerhalb des Gefängnisses nachgehen. Und am Wochenende darf man auch den ganzen Tag mit seiner Familie und Freunden verbringen. Der offene Vollzug wird bei uns aber eher selten eingesetzt. Gerade mal bei 14%. Okay, sämtliche Fachpersonen, die wir gefragt haben, sind sich einig. Das Bewusstsein für Resozialisierung in den letzten Jahrzehnten hat sich zwar gebessert, aber es reicht halt überhaupt nicht. Wir müssen darüber nachdenken, wie verhältnismäßig Gefängnisstrafen sind und nicht nur härtere Strafen fordern. Denn damit machen wir es für StraftäterInnen noch schwieriger, wieder Fuß zu fassen. Das Stigma ist eh schon krass genug. Und im schlimmsten Fall wird es dann eher unsicherer bei uns, weil sie im Gefängnis noch stärker kriminalisiert werden. Fachleute fordern, wenn man hohe Rückfallquoten vermeiden will, dann sollte man junge Menschen, besonders mit kritischem Hintergrund und auch Drogenabhängige, nicht einfach wegsperren. Therapie, Bildung und Betreuung sind immer noch das A und O, dass es gar nicht erst zu Straftaten kommt. Und wenn härtere Strafen nicht besser wirken, dann müssen eben andere Sanktionsarten mehr in den Fokus rücken oder der Täter-Opfer-Ausgleich mehr Gewichtung bekommen. Hattet ihr schon vom Täter-Opfer-Ausgleich gehört? Und was haltet ihr von dem Konzept? Und was wären eure Ideen für ein besseres Gefängnissystem? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Hier sind noch zwei weitere Videos für euch. Das war's von uns. Bis dahin, ciao!